Oh mein Gott, Leute, Leute! Ich kann endlich wieder aufnehmen. Ich kann endlich wieder Detroit aufnehmen und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ist das nicht toll? Gut, dass Sladko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Sladko es jemals benutzt hat. Ja? Alice? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Sladkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Sladko sie umbrachte. Na toll. Okay, wir sind hier. Genau, der Luther hat uns ja gerettet, zusammen mit den anderen Androiden. Daran kann ich mich noch erinnern. Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktiviert. Oh nö. Warum denn? Scheiße. Ich hoffe, der Ton passt. Ich muss mir die Aufnahme dann später anhören, wenn der Ton nicht passt. Das sieht nicht gut aus. Tut es mir leid. Aber ich wollte unbedingt sofort spielen, nachdem ich gesehen habe, ich krieg wieder Ton über das Aufnahmeprogramm. Bleib sitzen, Alice. Überprüfe den Automotor. Okay, warte. Das war hier, genau. Das war Perspektivenwechsel. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Oh, ich kann mich bewegen. Kann ich laufen? Kann ich das nicht irgendwie reparieren? Ja, und was soll ich jetzt tun? Finde eine Unterkunft. Na gut. Kann ich auch irgendwie laufen? Kann ich mich irgendwie schneller bewegen? Nein. Dann trapsel ich mal hier nach vorne zu dem Schild. Falls der Ton, wie gesagt, nicht passen sollte, ich weiß, ich habe es vorhin gesagt. Ich prüfe das in der Aufnahme danach. Oh, warte, hier. Pirates Cove, Amusement Park. Da drüben. Oh. Oh Gott. Da will man unbedingt hin mit einem kleinen Kind in einem verlassenen Freizeitpark. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Hallo. Hallo. Wieso reagiert der nicht? Oh, deswegen. Nein. Ich habe mich verdrückt. Es ist länger her. Parakov. Gibt es hier irgendwo ein Haus? Es gibt Toiletten. Sind die hinter mir? Ja. Okay. Wir gucken. Da habe ich schon geguckt. Da vorne ist etwas. Oh, ich freue mich so, dass ich es weiterspielen kann, dass ich mit euch das teilen kann. Hast du gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Sonst hätte ich es nämlich privat weitergespielt und das hätte mich schon sehr geärgert, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte. Oh Gott. Warum will ich das einschalten? Warum will ich das einschalten? Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht
vermute. Ja. Okay, dankeschön. Kann ich mit denen reden? Nein. Untersuche verlassene Gebäude. Okay, warte, hier. Hier steht was? Hallo? 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 Ach, der ist tot. Und sie hat nichts dazu zu sagen. Das, ja. Kann ich nichts untersuchen? Oh, hier komme ich nicht mehr rein. Okay. Zu dem hat sie nichts zu sagen? Dem Gefrorenen da? Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Schaffen das. Hier vorne. Wir schaffen das. Yo. Okay, da drin sieht es sicher aus. Was? Betritt den verlassenen Laden. Soll ich vorher noch hier ein bisschen rumspazieren? Vielleicht muss ich das später eh noch machen. Moment. Wo ist denn der Luther? Ah, hier. Oh, ich hoffe, ich schaffe die Quicktime-Events. Ich mach das. Starke Mann. Na bitte. Türen zumachen? Vielleicht? Kälte und so. Wir werden nichts Besseres finden. Nein? Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Oh ja, lesen wir wieder. Das könnt ihr wieder machen. US Iowa vermisst. USS. Okay. So, hier. Androidenband Anwärter auf Musikband. Meine Güte. Ihr Android könnte gehackt werden. Okay. Das könnt ihr wieder lesen. Alright. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Immer Russland. Es ist immer Russland schuld. So, was können wir hier denn tun? Richte ein Bett für Alice her und überprüfe Luthers Tasche. Warum denn seine Tasche? Keks anbieten. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay. Die Waffe werde ich nicht überprüfen. Vielleicht später. Warte. Ey. Dass der eine Typ hier erfroren ist, das ist ja voll egal, oder was? Oh, R9. R9, R9. Schon wieder der. Langsam kommt die Erinnerung ja wieder. Oh, guck mal! Ein Piratenpolster! Wir legen das dort hin. Ja.
direkt vors Feuer, damit sie es schön warm hat. Alice? Kann ich mit Luther sprechen? Nein, Luther will nicht sprechen. Okay. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Oh, ist das süß! Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Oh. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuch etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Hoffentlich. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Ah, Einhorn! Es war einmal ein Einhorn, das... Nein! Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Okay. Es war einmal ein kleines Mädchen, das allein in einem großen alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Ich hätte jetzt auch voll die Horrorgeschichte erzählen Kommst können. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Oh. Ja. Ja, natürlich. Mami und Daddy. Oh, ist das süß! Oh mein Gott, so. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Oh. So, jetzt kann ich ja die Waffe überprüfen, wenn sie schläft. Alles gut? Gut. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer.
Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Nein, ich wollte doch nach R9 fragen. Wir tun auch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Oh. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Moment. Kümmere dich um Alice. Achso, das ist nur die Zeitung zu lesen. Okay. Ja, das ist meine Alice Luther. Ja, Luther. Das ist mein Baby. Ein Karussell, ne? Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Hoffentlich geht alles gut. Hoffentlich ist das nicht gefährlich, dieses Karussell. Schön festhalten, bitte. Und verschwinde nicht unterwegs. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Verdammt, ich wollte noch nach R9 fragen. So. Die Gruppe genoss einen stillen gemeinsamen Moment. Was haben wir denn hier? Highway zur Hilfe, Auto. Mit Lutherin, Els ansehen. Da hätte ich noch was tun können. Ach, scheiße. Auto hat Perne. Im Jahrmarkt. Okay, da haben wir.
Was? Ivan einschalten? Wer ist Ivan? Ach so, das war der Roboter. In der Nacht von der Kneipe. Da hätte ich noch zwei Sachen machen können. Sie macht ein Feuer. Blablablablum. Schatten greifen an. Alice beschützen. Stock aus dem Feuer nehmen. Waffe nehmen. Feuer löschen. Frage. Angreifer geben sich jetzt Tschüss. Oh, ist das nicht süß? Oh, Connor. Connor. Oh, wir haben so lange nicht mehr gesehen. Oh yeah. Ich steige aus. Okay. Lagebesprechung mit Hank. Na gut. Da liegt wieder eine Zeitschrift. Oh, der mysteriöse Mr. Kamsky. Wer ist das? Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Ah, bla 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 bla. Aha. Bla 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 bla. Okay, Kamsky ist verschwunden. Das war anscheinend der Mann des Jahrhunderts mit Cyberlife. Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikt um 10%. Okay. Das könnt ihr wieder lesen, falls es euch interessiert. So, hier steht das Auto. Muss ich dorthin laufen? Ach, da ist Hank, okay. Ist hier noch etwas, was ich angucken kann? Nö. Hanky Panky! Was war denn das letztes mit Hank? Ich weiß es nicht mehr. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Nur ich. Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Oh. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Wann hat er das denn gesagt? Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt. Wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Ach ja, ich habe die zwei... Diese beiden Mädchen. Mädchen erschossen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch.
Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich habe was gefühlt. Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Oh. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Weiß ich nicht. Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, ha? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Puh. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Hui, ich hab schon gedacht, Connor stirbt mir jetzt. Das geht doch nicht. Connor darf nicht sterben. Hallo? Hank hat Connor leben lassen. Hui, 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 hui. Der hat mich glatt umgebracht. Huh? Ambassador Bridge, Foto in russisches Roulette gesehen, Foto erörtern, R9 erörtern. Hank zieht eine Waffe Angst zeigen. Hank ist versöhnlich und Hank hat Connor leben lassen. Na Gott sei Dank. Jericho. Oh, Marcus! Marcus! Oh, ich liebe Marcus. Außer er ist doof. Technische Revolution im Stratford Tower. Marcus. Ich mag den Dorf nicht. Da gibt's keine Liebesgeschichte. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Oh oh. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Oh nein, eine Mission Impossible-Situation, wirklich? Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Gelangen in den 47. Stock. Bitte an der Rezeption um Zugang. Ein großes Gebäude. Warte. Hallo, Sir. Hallo. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Lenke die menschliche Aufseherin ab. Wie kann ich den auf ablenken?
Elizabeth Wilson. Oh, warte, hier. Smartwatch. Wohnadresse. Der Parkausweis. Achso, den hatte ich gerade. Eine Tochter. Elizabeth Wilson, hallo. Ja, eine Mutter. Typische Mutter. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Okay. Sicherheitssystem umgangen. Benutze den Aufzug. Elevator. Bitte gehen Sie hinein. Bitte drücken Sie auf 47. Dankeschön. 47. Stock. Finde das Paket in der Herrentoilette. Ich bin hier. Wo ist das Men's Bathroom? Direkt mir. Warte mal. Direkt mir gegenüber. Okay, warte. Ist hier was? Was ist denn da? Betritt den Serverraum. Okay. Liegt was am Boden. Warte, stopp! So. Hier müsste die Herrentoilette sein. Ist das die richtige? Oder ist das die falsche? Ich kann das nicht sehen, Mann. Oder ist das die Frauentoilette? Nee, schaut doch Männlein aus. Wow, die sind echt alle besetzt. Hallo, ich bin Markus. Oh, oh. Ich habe da Schritte draußen gehört. Was für ein Paket ist das denn? Oh wow, jetzt hat er sich aber schnell umgezogen. Aha, der kommt also direkt nach mir raus. What now? What now? Finde den Wartungsandroiden. Ein Wartungsandroide. Ein Wartungsandroide. Draußen schneit's, oder wie? Puh. Mal schauen. Aha, warte, da drüben. Da drüben. Ist der drin oder draußen? Der ist drinnen.
brauche deine Hilfe. Das war total unauffällig. Und warum helfen die ihm alle? Wo ist der Notausgang? Das weiß ich nicht. Was steht denn da oben? Server Room. Cafeteria. Ich bräuchte nochmal den Plan hier. Okay, ich habe keine. Warte mal. Maintenance, Server Room, Meeting Room. Studio Nursery, Bathroom. Cafeteria, wo ist denn Nodos? Ah, hier. Hab ihn. Das. Ich habe eine ganz ungute Vorahnung. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Ach ja? Wieso? Locke die Wachen von der Tür weg. Übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Okay. Ja. Ja, und was soll ich jetzt machen? Oh Gott, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Was machen die da? Vakuum? Lasersäge. Wo haben die die ganzen Sachen? Darauf. La 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 la, wir machen hier eine Kette über. Das ist alles vollkommen normal. Ich bin ja gar nicht von dem Schwamm oder so. Stürzt er gleich ab?
Alles okay? Ja, natürlich. Na los, ja, natürlich. Holen wir die anderen. Rufe den Güteraufzug. Gibt es sonst nichts zum Entdecken? Ich habe ja alle Zeit der Welt. Dann mal los. Und was ist das jetzt? Brich das Schloss der Wartungstür auf. Kaboom. Geh zum Hauptzugangskorridor. Nein, ich weiß einfach immer noch nicht, was die machen wollen. Das Gebäude besetzen, die Androiden in diesem Gebäude befreien. Ich habe keine Ahnung. Oder sie wollen... Ah, die wollen vielleicht eine eigene... Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Nein, wir bringen was nicht... Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Ist mir egal, ich hasse den Norf. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Aufzug. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hallo? Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale, schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt... Wir sind aufgeflogen. Wir müssen uns beeilen. Ich habe nicht gewusst, dass ich die Waffe gleich ziehen muss. Ich wollte ja niemanden umbringen. Was soll das? Simon ist verletzt. Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Tut mir leid, da habe ich wohl verkackt. Übertrage deine Nachricht. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Aufstehen, los! Schick die Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein! Nein! Du kannst nicht, Norf! Ich hasse dich! Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Stell dich vor, Josh. Josh. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Geh weg, ich hasse dich. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Nein. Nein. Sag, wenn du bereit bist. Ready. Bereit. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden.
Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Ein Mittel zur Vermehrung? Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Oh, das war's schon. Scheiße, ich... Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Was macht ihr denn? Beeilt euch! Ach Mann, zeig mir das doch früher an mit dem X! Go! Ach, er hat schon wieder ein Blut an mich hinterlassen. Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Simon. Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Warum muss ich entscheiden? Tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Tut mir leid, Simon. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ich töte keinen von uns. Gehen wir. Jetzt habe ich ihm die Waffe gegeben. Lauf! Lauf! Warum bleibst du denn stehen, du Volltrottel? Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 Ein gehängt. Offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für die Androiden. Die Operation lief verdeckt, es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Diese Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Kennen wir? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, das war eine lange Folge, aber das hat sein müssen. Dadurch, dass es endlich wieder funktioniert. Ui. Ach, du Scheiße. So viele... Oh, fuck. Ach, ich dachte, Simon hätte sich vielleicht selbst umgebracht. Scheiße. Ach, du Fuck. Was gibt's denn hier alles? Da, oh Gott. Tür nicht abschließen wahrscheinlich. So, öffentliche Meinung gleichgültig. Jericho respektiert, North neutral, Josh gefällt, das haben wir befreundet. Befreundet. Als Lehrerin ausgeben. Ja, das funktioniert meistens. Paket holen, irgendwas, keine Ahnung, was hier war. Roboter hacken, Security abgelenkt, Tür abschließen, auch auf Basisstation. Anscheinend hätte man hier die Tür auch offen lassen können und alles wäre in den Sack gegangen. List, Security ahnt etwas, North greift an.
Scheibe beschädigt im Übertragungsraum. Zum Eintreten klingeln. Mitarbeiter nicht erschießen. Ruhig beginnen. Anerkennung fordern. Ende der Sklaverei. Recht auf Besitz. Entschlossen beenden. Ich hätte es friedlich beenden sollen, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn ich es friedlich beendet hätte, dann, naja, gut, das SWAT-Team wäre wahrscheinlich sowieso in den Raum gestürmt. Versuchen Simon gerettet, auf dem Dach, anders zu springen, Dachkante erreichen, Simon zurücklassen. Springmedien reagieren, die Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Meine Lieben, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich bin wirklich froh, dass ich es wieder spielen kann, also beziehungsweise für euch wieder aufnehmen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Ton passt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.